Heute erkläre ich euch, wie ich mit Meistertask die Auftragsabwicklung in meinem Handwerksbetrieb, dem Isotec-Fachbetrieb mit 30 Mitarbeitern, organisiert habe. Und ich nenne euch die 5 Gründe, warum auch vielleicht ihr darüber nachdenken solltet. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Bobach. Ich gebe Orientierung im digitalen Dschungel, sodass wieder mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben bleibt. Und bevor wir auf die 5 Gründe eingehen, kurz der Hinweis auf mein neu geschriebenes White Paper. Ja, ich habe ein White Paper geschrieben, wo ich erkläre, wie ich Meistertask in meinem Handwerksbetrieb einsetze. Schritt für Schritt, wie ich vorgegangen bin, die ganzen Vorzüge und natürlich auch, wo es den ein oder anderen Stolperstein gibt. Und das ganze White Paper, das könnt ihr euch kostenlos herunterladen unter larsbobach.de/meistertask. Also, wer es noch nicht hat, direkt rüber zu larsbobach.de und ihr könnt es dort kostenlos herunterladen. Okay, kommen wir jetzt aber zu den 5 Gründen. Mit Meistertask haben wir die digitale Baustellenmappe eingeführt. Wie war es früher? Die Mitarbeiter sind mit einer Mappe, wo der Auftrag und die Fotos und alles drin lagen, auf die Baustelle gefahren. Und die war natürlich wann veraltet? Klar, sobald sie vom Hof gefahren sind. Weil dann hat ja grundsätzlich der Kunde angerufen und dann doch noch die ein oder andere Änderung mitgeteilt. Ja, und da war natürlich der Informationsstand von dem Mitarbeiter, der zur Baustelle gefahren wäre, nicht mehr aktuell. Dadurch, dass wir es jetzt digital bei Meistertask machen und die Daten dort alle in der Cloud liegen, sind wir alle immer auf demselben einheitlichen Informationsstand. Das heißt, selbst im Büro, wenn Änderungen kommen, halten wir das in der digitalen Baustellenmappe fest. Der Mitarbeiter hat es sofort auf der Baustelle verfügbar, aber auch umgekehrt. Er macht eine Absprache mit dem Kunden und wir im Büro sind automatisch immer informiert. Also mit Meistertask den einheitlichen Informationsstand über alle Baustellen. Wir wickeln über 600 Aufträge im Jahr ab. Und da war es wirklich schwer oder unmöglich, die Übersicht zu behalten. Und da hat uns Meistertask wahnsinnig geholfen. Wir haben den Projektablauf, also die Auftragsabwicklung, abgebildet, sodass die Auftragsmappe, also diese Karte, quer übers Board gewandert ist. Und hinten waren die einzelnen Teams. Jedes Team hatte eine eigene Spalte. Und dort konnte ich genau sehen, welches Team an welchem Auftrag arbeitet. Ich konnte genau den Vorlauf sehen. Ich konnte die offenen Posten sehen. Und wir hatten eine Spalte für Reklamationen, sodass ich auch die sofort sehen konnte. Also mit diesem einen Board in Meistertask hatte ich eine Übersichtlichkeit über alle Projekte und alle Aufträge. Meistertask dient uns auch als zentrales Archiv. Das heißt, die digitale Baustellenmappe, in die ja die Auftragsbestätigung, die Projektskizzen, die Checklisten, die Materiallisten, das Baustellentagebuch, die Abnahmerechnung und alles hinterher abgelegt wird, wird auch zentral bei Meistertask in der Cloud archiviert und ist dort immer verfügbar. Also auch für ein Projekt, was Jahre zurückliegt, wo der Kunde vielleicht noch eine Frage hatte oder eine Reklamation aufkommt, kann ich ganz schnell im zentralen Archiv von Meistertask suchen und habe dort alle Informationen immer zur Verfügung. Alle Informationen über den Auftrag, das heißt die Auftragsbestätigung, die Rechnung und alle Fotos, die damals auch auf der Baustelle gemacht wurden. In meinen Firmen schreiben wir uns keine internen E-Mails und das aufgrund von Meistertask. Sämtliche Kommunikation, die Projekte betreffen, findet in der digitalen Baustellenmappe, also in dieser Karte statt. Dort kommunizieren die Mitarbeiter untereinander über Absprachen, über Nachfragen oder es werden Kundenrückrufe und sowas werden dort eingestellt. Es werden keine internen E-Mails geschrieben. Und das ist ein Punkt, der oft übersehen wird, weil die Einführung von Meistertask, die ist wirklich total easy. Diejenigen von euch, die vielleicht mal ein ERP-System oder ein CRM-System eingeführt haben, werden wissen, mit wie viel Schmerzen und mit wie viel Widerstand sowas verbunden sein kann. Und das gibt es bei Meistertask gar nicht. Ja, wir haben das wirklich im Handwerksbetrieb eingeführt. Die Handwerker auf der Baustelle nutzen das, teilweise auf iPad, teilweise auf Smartphones. Und die Einführung war wirklich total easy. Alle waren von Anfang an total begeistert, ja, weil sie direkt gesehen haben, was für Benefits
Mehrwert das bringt, also welche Vorteile das bringt, dass wir da auf einheitlichem Informationsstand sind, dass wir eine gute Übersichtlichkeit haben, dass wir ein zentrales Archiv haben, keine E-Mails mehr schreiben müssen. Das ist sofort ersichtlich und die Bedienung ist so intuitiv, dass es kaum Schulungen bedarf. Also einmal kurz erklärt und jeder hat es sofort drauf. Also die Einführung ist wahnsinnig einfach. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Lust machen, dass auch du darüber nachdenkst, für die Auftragsabwicklung oder Projektabwicklung Meistertask in Betracht zu ziehen. Solltest du doch nicht überzeugt sein, lad dir mein Whitepaper unter larsbobach.de/meistertask herunter oder buch direkt einen meiner Meistertask-Workshops. Da gibt es jetzt im März 2020 drei Stück. Es gibt den Basic-Kurs, wo wir wirklich so die ganzen Funktionalitäten und Board-Designs und sowas durchgehen. Und es gibt den Pro-Kurs, wo wir in kleiner Gruppe 8 bis 10 Leute wirklich auf individuelle Herausforderungen eingehen und ganz individuell für jeden ein Board-Design entwickeln. Ja, also vielleicht ist auch das was für euch. Auch das findet ihr unter larsbobach.de/meistertask. Wenn ihr Fragen dazu habt, gerne eine E-Mail an frag@larsbobach.de oder hier in die YouTube-Kommentare mit dem Hashtag fraglars oder mir persönlich natürlich auf einem der Workshops stellen. Und vielleicht sehen wir uns ja da und bis dahin sage ich natürlich wieder, mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Ciao!